Fußball bewegt seit jeher die Massen. Das wird immer wieder deutlich, wenn die Bundesligaspiele allwöchentlich auf der Tagesordnung stehen, aber eben auch bei Weltmeisterschaften. Und das ist ja nun aktuell das Thema mit der WM in Südafrika. Wir haben uns Verstärkung geholt. Zum einen Jabulani, das ist der offizielle WM-Ball, und natürlich Thomas Metzger, Fondsmanager beim Bankhaus Bauer. Wir wollen über den Wirtschaftsfaktor Fußball sprechen. Wie ist der denn einzuschätzen? Ja, Fußball ist nicht nur aus sportlicher Hinsicht ein ganz interessantes Themengebiet. Man kann durchaus vom Wirtschaftsfaktor Fußball sprechen. Mittlerweile beträgt das Volumen hier im europäischen Profifußballmarkt ca. 15 Milliarden Euro. Allein in Deutschland werden ca. 38.000 Arbeitsplätze durch den Profifußball direkt oder indirekt geschaffen. Also der Wirtschaftsfaktor Fußball ist tatsächlich vorhanden. Das kann man sicherlich noch ein bisschen detaillierter darstellen, wollen wir auch tun. Erklären Sie uns mehr zum Wirtschaftsfaktor. Wie genau wird Fußball dazu? Also man kann hier verschiedene Ebenen unterscheiden. Gehen wir mal auf die Vereinsebene, dann können wir hier feststellen, dass die großen europäischen Clubs, nehmen wir mal Real Madrid, FC Barcelona oder Manchester United, Umsätze erzielen, die im mehrstelligen Millionenbereich im Jahr liegen. Also das ist zum Beispiel durch den Ticketverkauf, durch Sponsoring, Werbung, aber auch eben durch die TV-Gelder, die sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt haben. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich die Sportartikelhersteller, also eine Adidas oder Nike erzielen natürlich Umsätze im Bereich Fußball über den Verkauf von Fußballschuhen, Trikots und so weiter. Und allein diese beiden großen Hersteller haben hier Milliardenumsätze, die sie mit dem Fußballgeschäft erzielen. Also hier sehen wir, dass es verschiedene Ebenen gibt. Nehmen wir noch die sportlichen Großereignisse natürlich mit auf. Die Weltmeisterschaft steht eben vor der Tür. Und hier schätzt zum Beispiel der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, dass alleine die deutsche Wirtschaft Aufträge im Volumen von ca. 1,5 Milliarden Euro über diese Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika erhalten hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Anleger ganz juckig sind, um es mal salopp zu sagen, um da irgendwie investieren zu können. Beim Gold oder ähnlichen Dingen ist es klar, ich kann ein ETF, ETC oder ein Zertifikat oder Ähnliches kaufen. Geht das überhaupt in Sachen Fußball? Wie kann der Privatanleger partizipieren? Da wird es dann schon schwieriger. Der Fußball ist tatsächlich ein ganz interessanter Wirtschaftsfaktor oder ein ganz interessanter Markt, aber eben für Privatanleger gibt es hier noch relativ wenige Möglichkeiten zu partizipieren. Auf der Hand liegt beispielsweise ein Investment in eine börsennotierte Fußballgesellschaft. In Europa haben wir ca. 2 Dutzend Fußballvereine, die ihre Aktien an der Börse listen lassen. Wir haben zum Beispiel aus Deutschland eine Borussia Dortmund, da sind auch andere bekannte Namen, dem Fußballfan bekannte Namen dabei, Lazio Rom, AS Rom, Juventus Turin, Celtic Glasgow und so weiter. Diese Aktien können auch von Privatanlegern gekauft werden und verkauft werden. Dann haben wir natürlich die bereits erwähnten Sportartikelhersteller, die eben Umsätze im Fußballgeschäft erzielen, und hier kann dann der Anleger über einen möglichen boomenden Fußballmarkt indirekt partizipieren. Zu guter Letzt legen auch einige Banken immer wieder Zertifikate auf, wenn es zu Fußball-Großereignissen wie Weltmeisterschaften kommt, und in diesen Zertifikaten bündeln sie dann Unternehmen oder Aktien von Unternehmen, die nach Meinung des Emittenten zumindest von diesem sportlichen Großereignis profitieren könnten. Der Wirtschaftsfaktor Fußball beleuchtet von Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.